Slatans Weisheit. Baba Slatan sagt: Eine neue Ära wird beginnen. Was geht, Leute? Hamburger Youngsters hier und herzlich willkommen zur letzten Folge der Road to Compilation. Habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Und ich werde euch jetzt das Ganze mal ein bisschen erklären, warum es die letzte Road to Compilation in FIFA 16 ist. Zumindest für die erste Zeit. Und zwar habt ihr schon gemerkt, wir haben erneut Tobi auf dem Kanal. Und da haben wir uns nämlich ein bisschen abgesprochen, was wir alles Neues bringen können und so weiter und so fort. Da haben wir richtig viele coole Serien, die wirklich viel Zeit kosten bzw. zeitintensiv sind. Und in Sachen Compilations, das geht natürlich nicht verloren. Wir haben die Road to Double Compilation, werde ich FIFA 15 mit Tobi machen, weil ich mit Danny habe ich schon gesprochen. Wir schaffen es einfach zeitlich nicht, außer Double Skill und No Skill, eben halt diese Serie noch weiterzuführen, weil die wirklich zeitintensiv auch ist. Und ja, und dementsprechend mache ich diese mit Tobi. FIFA 16 wird es die direkt am Anfang mit Danny natürlich wieder geben. Der Platz gehört definitiv ihnen, aber FIFA 15 werden wir das Ding rocken auf jeden Fall zu zweit und werden eine geile Road to Double Compilation hinhauen. Da habt ihr immer ordentlich gut gefeiert bei mir und Danny. Hat sogar, glaube ich, die erste Folge hatte, keine Ahnung, unmenschlich viele Likes, 4.000-5.000 Likes. Für damalige Verhältnisse war das einfach bombastisch, also besser ging es gar nicht. Und natürlich wäre es jetzt immer noch richtig krank. Und ja, das war so der gesamte Grund, auch mit, wie gesagt, die Serien sind sehr zeitintensiv und ich habe jetzt übrigens meinen neuen PC bekommen, das heißt, ihr werdet einige Livestreams sehen. Auf jeden Fall möchte ich mal ganz gerne, wer sich wirklich auf diese Serie freut, mit mir und Tobi Road to Double Compilation, gebt doch einen Daumen nach oben, damit ich sehe, wie viele Leute sich wirklich freuen. Und auch wenn es natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben, würde mich ebenfalls freuen. Ja, ansonsten seht ihr schon Kanalveränderung ein bisschen an. Wir haben ein neues Auto am Start, ein paar neue Thumbnails. Wir machen uns neue Gedanken, neues Konzept und es scheint ja bis jetzt ziemlich gut anzukommen. Die letzten Videos haben fast alle über 1000 Likes, bis auf die Top 5 Tore. Aber das war ja auch irgendwie ja, ein bisschen zu schnell, keine Ahnung. Muss man eben halt ein bisschen anders dran peilen wahrscheinlich, wenn es nicht allen gefällt. Aber den meisten gefallen ja die Serien, die wir bis jetzt rausgebracht haben. Die letzten 5 Videos haben fast alle über 1000 Likes. Würde mich natürlich auch freuen, wenn das schaffen würde. Aber das liegt immerhin an euch. Ja, ansonsten prasseln wir hier richtig harte Skills rein, da kann man eigentlich kaum was zu sagen. Ja, die Skills sind eigentlich recht ordentlich, muss man auch sagen. Und ich hatte eigentlich vor, jetzt mehr über andere Sachen zu reden, aber ich bin eigentlich schon komplett fertig. Ich unterschätze das, denke ich, immer ein bisschen, die Redezeit. Und ich habe jetzt auch hier so ein gechillteres Commentary mal, so ein bisschen Real Talk, kann man sagen. Weil sonst bin ich ja immer so ein bisschen euphorischer und ja, und kommt hier in das Gameplay mit voller Laune. Ich bin jetzt auch noch richtig gut gelaunt, bloß eben halt ein schickes Commentary, weil ich das Ganze kommentieren wollte. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Kommentarstil oder Kommentierstil von mir findet. Vielleicht gefällt es ja einigen mehr als das andere, ich weiß es nicht. Das ist jetzt so ein bisschen chillig am Laufen und ja, erste Szene hier, Ronaldinho, ihr kennt ja eigentlich, Freistoßtor, so muss es sein. Da ich jetzt aber wirklich keine Ahnung mehr habe, was ich vom Realtime-mäßigen sagen soll, außer dass es mehr Livestreams gibt und das, was ich gesagt habe und dass es natürlich noch richtig krasse Serien geben wird auf dem Kanal, auf jeden Fall wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir haben viel Umstellung gemacht, wir machen viel Brainstorming und so weiter und so fort und ja, freut uns auf jeden Fall, wollen nochmal Danke sagen für den super Support bei den letzten Videos, dass es euch so stark gefällt und ich denke, ich gehe jetzt einfach mal aufs Gameplay ein bisschen ein. Und ja, hier haben wir uns die letzte Szene von unserem Gegner, weil er hat uns einfach eiskalt umgehauen nach dem Hokuspokus. Sind wir an ihm vorbeigezogen und dann hat er aber auch keine Lust mehr gehabt, hat das Spiel verlassen. Schade eigentlich. War eigentlich ein recht chilliger Gegner, konnte man gut eigentlich Skills gegen ihn ausführen. Und hier sehen wir nochmal die Torstatistik zum letzten Mal. Beziehungsweise einmal sehen wir sie ja noch nach dem letzten Match und hier haben wir das zweite Match mit einem krassen BPL-Team, Turi, Di Maria, Aguero, Rooney, Hazard, Sanchez, Zabaleta, Kompanie und viele mehr am Start, aber das juckt uns gar nicht, denn Cuadrado zeigt erstmal am Start, was er so alles kann, nimmt einen nach dem Hops, da fällt der andere Verteidiger hin, sehr zu, ja, nicht so gut für ihn, würde ich einfach behaupten. Dann der Waka Waka mit dem Scoop Turn, Hacke Hacke. Komm hier weiter schön durch. Ach ja, was ich noch sagen wollte, was mir gerade einfällt, wenn ihr dieses Video seht, das ist ja jetzt gleich online. Ich habe es nämlich heute erst geschnitten und so weiter. Nehme ich wahrscheinlich mit Schlappi wieder die Sachen auf, beziehungsweise wer noch nicht auf dem COD-Channel war,
Da haben wir eine Road to Commander, ich und das Schlappi am Laufen, also war Schlapp MP. Und sonst haben wir auf dem FIFA-Kanal, wird jetzt auch wieder weiterkommen, der Coop-Season-Modus, wo wir auch schon jetzt in Liga 1 gekommen sind. Auf jeden Fall gekommen, ja, es hört sich jetzt voll seltsam, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich sage das Wort viel zu oft eigentlich, aber auf jeden Fall ist es lohnenswert, da vorbeizuschauen. Bei Coop Season Modus. Und wir sind gerade in Liga 1, das heißt, es dauert nicht mehr so lange, bis wir den Titel gewonnen haben oder halt nicht. Das wird sich dann entscheiden in den letzten Folgen. Und ja, auf jeden Fall vorbei gucken, lohnt sich. Und dann macht ihr Ronaldo noch richtig schöne Tricks hier und kommt ihr eigentlich sauber durch. Und ja, dann machen wir Hokus Pokus mit dem Roulette, ziehen weiter vorbei. Ballroll fliegt, der Gegner hat einfach keine Chance, wir spielen ihn einfach schwindelig. Es ist wirklich schwierig für ihn, den Ball zu folgen, aber wenn dann drei Leute ihn eben halt an der Eckfahne bedrängen, dann kann er natürlich auch wenig selber machen. Das ist aber, denke ich, eigentlich verständlich. Roulette und macht noch ein Roulette und zieht an der Ecke vorbei, wenn er Schuss findet, mit dem Hackezwacker an 2 vorbei. Wird dann nochmal gefoult, aber aus nichts geworden. Und hier machen wir erstmal den Dragback-Fake, sehr genüsslich, wie er hier an allen Einzelnen vorbeigeht, schön durch wie Messer durch Butter, sehr elegant, wie er das Ganze macht, richtig, richtig gut mit dem Rainbow hier und zieht nicht mit dem Seitfallzieher ab, aber ja, war trotzdem eine richtig schöne Szene, richtig guter Run, hier kommt er durch, setzt erstmal an, macht den Running Waka Waka durch zwei Leute, macht den Scoop Turn perfekt dran vorbei, Hacke Hacke, doch der Verteidiger war schnell genug und konnte Ronaldo vom Ball trennen. Und es geht gleich in der zweiten Halbzeit weiter. Quadrado zermetzelt einen nach den anderen, zieht auch hier nach innen, kann gut durchsteigen, zieht ab. Doch der Keeper hat ein wachsames Auge und konnte diesen Ball haben. Hier haben wir eine sehr kuriose Szene. Ronaldo aus über 40 Metern, aus einem sehr spitzen Winkel, zieht ab. Und Cech, er bewegt sich mit dem Ball ins Tor meines Erachtens nach. Ich weiß nicht, ob er genau 100% Radiusumfang hatte an der Linie, aber für mich sah es so aus, als wenn er mit dem Ball ins Tor reingegangen ist. Aber gut. Tolini-Technik gab es leider nicht, sonst hätte ich die natürlich gezeigt. Und schön daran hier von Ronaldinho, der einfach mal einen Lupfer macht. Und hier ein riesengroßer Fehler, wir wollten gar nicht schießen. Wir wollten eigentlich gleich sowas wie Rabone oder Becky machen, aber es war einfach, weil es zwischendurch geleckt hat. Automatisch hat man dann die Knöpfe gedrückt, war ziemlich bitter, wollten wir gar nicht. Hier ein nicer Run von Ronaldo und dann kriegen wir einen Ball mit Costa und der macht ihn dann auch sicher zum 2:0 in der Verlängerung in der 117. Minute rein. Das war's dann auch von meiner Seite, muss ich sagen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, checkt die anderen Sachen aus. Euer Hamburg Gangster Kevin ist raus. Für Coins unten in der Beschreibung für den Sponsor. Euer Hamburg Gangster Kevin ist raus und ciao!